habe ich schon angemacht, als ich los bin vom Casino. Alles klar. Gut, dann herzlich willkommen zurück zu GTA, unserer kleinen abendlichen Session. Heute mal ein bisschen was anderes, heute mal keine Mission. Also was heißt keine Semi-Mission, wir haben sie ja glaube ich mehr oder weniger schon durch. Ja, ich war die letzten Tage ein bisschen fleißig, ich habe meine Garage mal ein bisschen aufgeräumt und Autos verkauft, die ich sowieso nicht mehr fahre und auch nicht mehr brauche, wo ich so mehrere von habe. Und habe mir unter anderem eine Agentur gekauft, die wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken. Und zwar auch, ja, genau, Mikrofon. Ich hoffe, dass man mich hört trotzdem. Es soll wohl einige Missionen dafür geben. Die werde ich jetzt, wenn wir uns heute ansehen. Oder uns überhaupt mal erstmal die Agentur angucken. Und vielleicht mache ich danach nochmal einen kleinen Abschluss zu meinem nächsten, so in meiner nächsten Immobilie, nämlich bei einem Nachtclub. Da sind nämlich auch noch ein paar Dinge zu tun. Gut, die Mission, die habe ich schon fertig gemacht, die habe ich offscreen gemacht. Aber heute schauen wir uns mal in der Agentur herum. Die kostete 4,8 Millionen. Es gibt 700.000 Rabatt momentan auf die erste Agentur. Und ja, gehen wir mal rein in die gute Stube. Ich hoffe, dass ich dich mitnehmen kann. Hättest mich wahrscheinlich vorher erstmal in deine Firma einladen. Kann ich. Alles gut, ich habe schon. Ich nehme dich mit, direkt. Ich kann die auswählen mit nahen Freunden und Crew. Oh, du musst mich dann eh noch für die Mission in deine Dings einladen. Ja, ich mach das jetzt. Ich hab hey, sowieso erstmal ein Video. Boss, you got a visitor. Oh yeah? Let's see who it is. Okay. Sorry about that. I didn't know who you were. I won't make that mistake again. Justin here. Hey, what's cracking? So what you think about all this? Shit, we looking good, right? Look, this is our business. You feel me? You put the bread down. Shit, you the owner. I'm the manager. Franklin Clinton, dog. And that over there is my old ass homie Chop. Shit, he don't get around too much no more. Man, everybody I asked about setting this thing up, they all pointed straight at you. A genuine, real reputable. Now me? Shit, I'm a hustler that made it big. Big house, nice cars, a family, and everything. But damn, man. I miss getting these fucking hands dirty. And from what I hear, you ain't got that problem. You run your own shit, and I like that. Hey, look, come walk with me. I want to show you something. Down the streets, I know real good, because that's where I'm from. But now I work with rich folk who got rich folk problems and no fucking idea how to deal with them. You know, like the kid might stole a car, or they might owe money to the wrong fucking people, or their wife might be screwing the tennis coach. But guess what? My homies can help them with all that. Now this here, this is your office. I'm gonna get all these jobs for us, and they gonna show up on this computer right here. It'll be small fry at first, but one big client, man. One A-list name. And we straight. That's a hacker right there, Imani. She works up on the operation floor where all the high-tech shit at. Hey, Imani. Man, these kids, man. Knock, knock, my politically incorrect racial epithets. What that shit do? What are you doing here, Lamar? Nah, the question is, what are you doing here? Is that who you bring? Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen schweige. Ich habe einen, ich habe ja eine kleine Videoszene. Das dauert jetzt gerade noch einen kleinen Moment. You motherfuckers got the nerve to cut me out? Well, I got two words for y'all. Finders, motherfucking thief. That's why I'm gonna sue y'all ass. Matter of fact, I'm gonna blast y'all asses out on Snapmatic. Who my phone? Man, hold on, dog. Man, I was gonna look out for you. Chill out, alright? Shit, I got something here. Dog, come on. Nah, put that shit away. I'm part of San Andreas' budding cannabis scene. I remember this dude when he was broke as fuck. Could barely get a motherfucking coach seat. Now all of a sudden, eating grapes in the cockpit with the captain. Look at you. And you, I ain't even finna go in on your dog ass, cause you know what's happening, but I ain't tripping. Cause now, it's LD's turn to come up. How's that for a second? Okay, I see you. Look at this some good shit. You damn straight, that's that pie guy. All right. Hey, you get going on those. I'll be in my office, all right? Who's that badass little fist looking bitch? I mean, nice young lady with the profitable posterior right there. Nigga, that's Iman. That's Pearl, nigga, the homegirl's daughter. She handle all our hacker type shit.
That's Pearly daughter. I should have known. She hacking this shit too? I didn't even know they had a computer. Damn, I feel old. Tell me about it. You get going on those jobs. I'm gonna go work on this big client for us, all right? Wait, wait. You mean big, big client like Tony McTony? Come on, man. Tell me you got Tony McTony. See if Tony McTony will post my weed on this page, man. You got me, Frank? Come on, man. Whatever I got going, man, you got going. So I'm gonna look out for you. Hey, I'll be in my office. You keep doing what you're doing. Man, he be lying like a motherfucker. Anyway, though, now look at you. You feel like somebody now, huh? You OG now. Your nuts is almost big as mine, but they won't be. Not at all. So, jetzt geht's weiter. Und schön, dass du auch tatsächlich mit dabei bist bei mir in. Bist du mit drin eigentlich hier in dem. Ich bin in deinem. Ich renne schon die ganze Zeit in deinem Büro. Ja, ja, gut. Ich hatte, wie gesagt, eine kleine Videoszene. Die deswegen jetzt eigentlich jetzt gerade. Ich warte drauf, dass es weitergeht. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich guck mich trotzdem jetzt mal. Weinst du hier rum? Genau. Ja, wie findest du es? Also, es ist gleich, ich glaube, das ist so ziemlich das gleiche wie auch bei. Ja, ist immer das gleiche. Ja, ja, wie gesagt, es ist halt das teuerste, ne? Aber ich fand die Möbel, also die Farben und so, fand ich eigentlich ganz cool. Ja, da. Das ist aber das gleiche. Ja, gut, okay, die Wand ist ein bisschen anders. Aber trotzdem, ich dachte mir, ich jetzt. Genau, stimmt, wir hatten es mal. Wir hatten, glaube ich, eine Szene, die habe ich jetzt gerade vor kurzem so geschnitten. Die ist schon hochgeladen, die Folge da. Wo wir bei Sven im Büro in der Agentur waren. So, hier kann ich Waffen und Ausrüstung kaufen, klar. Aber auch das hatten wir, glaube ich. Ne, hatten wir noch nicht. Das habe ich noch nicht in der Aufnahme gezeigt. Das wollten wir. Aber da hat es irgendwie bei mir mit dem Aufnehmen nicht gepasst. So. 80 Geräte, Hörer, dass ich den Scheiß nicht einfach umsonst habe. Hä, hallo, das ist meine fucking Agentur, deswegen darf ich das hier auch doch umsonst alles kaufen. Aber ich glaube, ich habe so jetzt so ziemlich alles an. Also ich bin mir sicher, der Pelzmantel hier im Schrank würde dir bestimmt am besten stehen. Ich hab der Pelzmantel. Moment, was? Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo du gerade hier rumhängst. Der da. Der ganz rechts. Warte mal. Der da. Jetzt muss ich überlegen, welcher das war. Ja, ganz rechts das Ding. Ich sehe nicht. Ich sehe die Outfits. Ich sehe jetzt nicht genau, welcher was ist. Secure Surf. Warte mal. Das ist das Falsche. Ich meine aber das, was hier im Schrank hängt. Ich meine nicht das, was. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich sehe aber, bei mir stehen eine Liste von Outfitten. Ich kann jetzt nicht die einzelnen. Ja, dann geh doch raus und guck einfach nur auf den Schrank. Warte mal gerade. Stell dich doch nicht so an. Hau ab, ey. Ich dachte, ich kann ihn jetzt auswählen. Nee, 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 vergiss es. Das ist das Outfit für meine privaten Stunden mit Svenja. Das zieht sie dann an. Also, ich gehe dann aus, aber erstmal die nehmen wir mich an. Okay, kannst du ganz zocken. So, und jetzt? Ich gehe mal ganz kurz zu meinem PC und guck mal, ob ich irgendwas machen kann. Ja, ja, hier ist nicht dein PC, glaube ich. Nee, 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 der ist wo hinten. Warte mal. Ich muss mich gerade ein bisschen zurechtfinden in dem Ding hier. Komm mit. Muss ich dir noch zeigen, wo dein PC ist? Nee, nee, alles gut. Achso, ich habe ja nur den langen Weg genommen. Komm mit, ja. Ja, der ist unten, genau. Oh, geh mal auf jetzt hier. Ja, wie gesagt. Cooles Ding, coole Sicht. Ich weiß gar nicht, ob Sven das Ding an der gleichen Stadt. Hier rechts ist dein Büro. Mhm, genau. Da sind wir doch schon. Um den Tresor zu öffnen. Willst du jetzt an den Tresor, Mato? Ich muss das gerade mal gucken. Da ist halt noch nicht viel drin. Nee, das ist bestimmt wie beim Nachtclub und bei der Spielhalle, das fühlt sich dann irgendwann mit. Ja. Genau, ich muss mich jetzt mal als CEO registrieren, warte mal. So. Mitarbeiter einstellen, Angebote in der Nähe. Du müsstest eine Einladung haben.
So. Und jetzt gucke ich mal, was wir Schönes haben für uns. Hey, what's up? I got you on this communicator thing, and I can see what your ass doing on the screen. So no creepy shit, alright? Now, like I said before, I'm a hustler who made it. I got in with a crew of dudes with some real experience. They taught me how to operate on a serious level. No more hood shit for me, you know what I'm saying? That's why we got a setup like this. Hey, look, click on the security contract page and check that shit out. Hey, so look. So, wir haben Mission. After the guys showed me how to make moves, we pulled a big ass scope. And I cashed out. I was making investments, you know, other plays, doing real good. But none of that shit hit right. And then I figured I should use my motherfucking street knowledge with these contacts. And that's the business right there. I'm a fixer to the rich and famous. But you can only go so far alone, you know what I'm saying? So I needed a grade A partner with grade A capital and grade A skills. Ich hab nur das Beste. Someone to help me turn my hustle into a major operation. Franklin. And so here we are. These clients ain't exactly A-list. Mitarbeitermotivation. Oh, labert jetzt so viel. Das ist diese sag mal, Gravity Bong, die ich mal bei der einen Oma da im Video gesehen habe. Ja, auf Facebook taucht manchmal so eine Oma auf, die macht so kleine Clips über Cannabis. Okay. So I'm working the contacts and you moving in the streets. Some of these can be real tricky, homie, but I'll let you know. Du sagst, wir haben eine Mission, aber sitzt immer noch in deinem Büro. Ja, er quatscht noch. Alright, well, I'll get working on the A-list catch. Somebody who will put us on a damn map. Hey, I wish I could get that girl on the billboards. Rosalia. But shit, man, I don't think her ass in enough trouble right now to need us. At least not yet. Ich kann nichts dafür. Jetzt geht's los. Also, erste Mission, die wir heute machen werden, ist eine Gangterminierung. Wir sollen führende Bandenmitglieder ausschalten und ja, bekommen immerhin dafür $37.500 und würde sagen, die machen wir auf jeden Fall Anfang an. Und ich nehme sie mal an und dann geht's direkt schon gleich los.